Also Otto, jetzt mal Butter bei die Fische. Kaffee oder Tee? Kaffee natürlich. Spieler oder Trainer? Ja, Spieler war eine wunderbare Zeit und da wusste ich noch nicht, dass man nachher welch eine Verantwortung man später als Trainer mal übernehmen muss. Ja, aber stimmst mir zu, als Trainer etwas erfolgreicher als als Spieler? Richtig, auf jeden Fall. Goethe oder Schiller? Beide. Sandro Wagner oder Richard Wagner? Ja. Richard Okay, Wagner. jetzt eine Frage zu mir, Marco Bode. Torjäger oder Chancentod? Torjäger. Du hast ja, als wir uns kennenlernten und du bei den Amateuren spieltest, wenn mir da einer gesagt hätte, in Oldenburg, der wird mal über 100 Tore schießen, hätte ich ja jede Wette verloren. Weserstadion oder Betzenberg? Eigentlich auch wieder beides, ne? Beides, natürlich. In Kaiserslautern habe ich ja auch 5 Jahre als Spieler zugebracht und dann Ja. später nochmal 5 Jahre als Trainer. König Otto oder Reakles? Ja, gefällt mir beides, obwohl ich sagen muss, ich bin aber König Otto der Zweite, denn König Otto der Erste war König von Griechenland, 1830 bis 1862, oder 30 Jahre. Und der kam aus dem Hause der Wittelsbacher, das war ein deutscher König. Und Ja. deshalb, das war König Otto der Erste von Griechenland. Ja. Du oder sie? Ja, um den Respekt der Leute zu haben, muss man beim Sie bleiben, aber mir ist das eigentlich auch recht, wenn man mich duzt. Die Leute auf der Straße oder wenn ich mich irgendwo sehen lasse, die sagen ja, Otto, da bist du ja. Ja. Aber du hast uns immer gesiezt und das war ja auch etwas Besonderes, dass du uns Spieler gesiezt hast, ne? Das Ja, aber gibt's auch natürlich, selten. das ist aber dennoch wichtig, weil wenn man auch die Spieler dann ganz nah an sich heranlässt, dann kann man später dann nicht mehr so kritisieren, wie man das gerne möchte. Obwohl ich noch sagen muss, dass das ist ein großer Erfolg von mir, dass alle meine Mannschaften oder die Spieler, mit denen ich zusammen war, in meiner Zeit als Trainer sind 91% aller Spieler sind meine Freunde geworden. Das Ja. war einer meiner größten Erfolge. Die Meisterschaft 1988 oder die Meisterschaft 1993? Welche war schöner für dich? Ja, 88 war natürlich eine Erlösung für Werder Bremen und für uns, nachdem wir 86 da Michael den Elfmeter verschossen hatte. Da waren wir, befanden wir uns im Tal der Tränen. Und wenn mir da einer gesagt hätte, oder ich dem Michael gesagt hätte, Michael, mach dir nichts draus, 2 Jahre später werden wir deutscher Meister. Lissabon 1992, also unser Titel, oder Lissabon 2004? Ja, unser Titel war natürlich für den Verein auch sehr wichtig und auch hat uns populär gemacht, aber der Titel natürlich als Europameister, dadurch wird man natürlich viel populärer Mann. Das ist, dieses Ergebnis von der Europameisterschaft ist um die ganze Welt gegangen. Das Tor von Alofs oder das Tor von Rufer? Ja, das Tor von Winden war so wunderbar aus dem Konter heraus und wie er dann praktisch allein und die Spieler von Monaco neben ihm herliefen, und aber sie konnten ihn nicht. Dann hat er noch mal angezogen, den Torwart noch ausgespielt. Das war ein wunderbares Windenrufer-Tor, ne, mit aller Raffinesse und Klasse. Aber natürlich Klaus Allofs, es war ja eine besondere Situation mit Klaus, hatte ja lange nicht gespielt. Und dann im Endspiel haben die Leute dann gesagt, wie krach, um Gottes Willen, Alofs und so weiter. Jetzt stellt er den und ist voll aufgegangen. Ne? Ja. Winton Rufer oder Marco Bode? Ja, ich bin glücklich, Butter bei die Fische, Otto. dass beide meine Freunde sind. Okay, wird nicht leichter. Rudi Völler oder Kalle Riedle? Ja, die zählen eben auch zu den Jungs, die mir ans Herz gewachsen sind, nicht wahr? Zu verschiedenen Zeiten habe ich mit den Jungs gearbeitet. Ne? Ja. Nein, ist auch, man will sich nicht entscheiden da, ne? Ich Taktik. kann mich da nicht entscheiden. Taktik oder Kondition? Was ist wichtiger im Fußball?
Ja, auch beides. Taktik und Kondition. Ja, aber wenn du dich entscheiden musst? Ja, also dann würde ich schon sagen, Taktik ist wichtig. Ne? Okay. Vielleicht nochmal zurück in deine Spielerzeit. Notbremse oder Gegentor? Sei ruhig ehrlich. Als Spieler? Ja, Notbremse. Twitter oder Instagram? Von beiden weiß ich nicht, was das ist. Sehr gut. Respekt, Otto. Respekt. Danke. Vielen Dank. Das war's schon. Super.